Herzlich willkommen zurück bei Dead by Daylight. Und ja, SA. Es ist ja ein bisschen toller Typ, bist du. Hab ich gerade selbst gehört? Du bist ein toller Typ. Und hab ich gerade selbst gehört? Hey, warum? Bin verwirrt. Nö, keine Ahnung, egal. SA. Was will der? Wer überhaupt? Der hier? Nee. Keine Ahnung, bist du eh weg. Egal, ich will jetzt los. Und ich habe, wie gesagt, ein bisschen gelevelt. Ich habe jetzt Level 6. Ist jetzt zwar noch nicht so. Ich wollte eigentlich Level 10 machen, aber ich habe wohl noch andere Sachen zu tun. So komische Sachen wie Real Life und so Sachen. Ich weiß nicht. Scheint ein neuer Trend zu sein. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, ich brauche jetzt neue Folgen. Und ich denke, Level 6 ist auch in Ordnung. Da kann man schon mal was zeigen. Und ja, ich habe jetzt noch niemals die Karte benutzt. Das werde ich jetzt erst mal machen. Das ist zwar nicht der Grund, warum ich aufnehme, aber es ist mir gerade mal so aufgefallen. Und ja, ich muss sagen, definitiv ist mittlerweile Patch 1.02 draußen. Und ich muss auch sagen, ja, klingelingeling. Ich muss definitiv sagen, es macht so viel mehr Spaß als Überlebender halt. Finde ich persönlich besser als den Killer. Mal gucken. Hä? Sieht man, wenn ich die Karte lese? Zip. Und jetzt? Jo, was muss man noch sehen? Nö. Und da der sich eben was anderes kümmert, gehe ich mal zum Generator. Und fangen wir an. Webscore 300. Nächstes einmal angehauen. Der nächste liegt. Er scheint echt zu laufen bei dem. Bei uns. Sehe ich nichts. Sehe wahrscheinlich gleich, wo der hängt. Ist sogar ziemlich in der Nähe. Ist halt die Frage, ob er campt. Ich mach die Glöckchen wieder an. Gut, Skillcheck. Ja, schön. Der Ehrenzim ist schon wieder geheilt. Ist auch schon mal schön. Ach, er ist tot. Jo. So. Das war die Nummer 1. Kurz mal gucken, kommt der hierher? Uah! Ja, kommt hierher. Alter Schwede, ey. Schuss. Alter Schwede. Ich komme hier rüber. Hä? Was ist das schon? Ich höre das Bubbern. Aber ich sehe keinen Geist. Hier hört man das Bubbern. Ich höre ihn hier irgendwo. Jetzt ist er weg. Kommt er wieder? Ist er wieder weg? Okay. Kommt er wieder. Hä? Wo ist er? Auf jeden Fall Ares getroffen. Dort hinten ist er irgendwo. Da läuft der Ares. Kann ich mal weglaufen. Mal schnell woanders hinlaufen. Map Scout. Ich hab die Map gar nicht benutzt. Ab und zu bekomme ich Map-Punkte. Das ist Erfolg. Da hinten ist er. Da hinten ist er, ich hab ihn gesehen.
Okay, ich muss noch dringend zum Generator, zum nächsten. Oh, ja, es hat sich wieder geheilt, das ist schon mal schön. Wo haben wir denn einen Generator? Da hinten ist einer. Da ganz hinten, ich sehe ihn. Der Geist ist ja eh gerade nicht in der Nähe. In Klammern hoffe ich. Ach, hier arbeitet schon jemand dran. Gerade höre. Ja, hat dran gearbeitet, in dem Falle. Mach ich doch mal weiter. Ding dong, ding dong. Der Glockenheinz hier. Das muss ich sagen, dass ich diese Skills einigermaßen kann mittlerweile. War echt schon mal deutlich schlimmer. Ich muss sagen, ich hab noch irgendwie. Ah, jetzt renn ich rüber. Ich mach das ja schon, ne? Ich muss abhauen. Leben! Ich mach das ja schon, solange die anderen da beschäftigt sind. Ist hier irgendwie so ein Ding zum Umklappen? Ich hab da keine gute Idee, dass ich ihn hier hinlocke, oder? Nee, dann lock ihn wieder zurück. Ja, das ist natürlich schön, dass hier nicht ein Auto steht und ich jetzt hier nicht wegkomme. Ah, das ist natürlich sehr schön. Das wusste ich jetzt natürlich nicht. Ist der nächste Haken? Weit weg, hoffe ich. Der eine ist da, der andere ist da. Was macht der gerade? Der macht einen Generator, wie es aussieht. Ja, der macht einen Generator. Bleibt mal hier hängen. Was macht der da hinten? Er wartet. Er wartet definitiv und guckt mich an. Wartet er dort hinten. Dann kommt jemand und hilft mir? Vielleicht? Aber er sieht den Geist natürlich auch. Das ist natürlich schön, dass... Da will ich mal ein bisschen Zeit rausschlagen für die anderen beiden. Ah, jetzt muss ich mal wieder auf Speicher drücken. Das wäre ganz schön, wenn die anderen. Das hilft dir überhaupt nicht. Das wäre ganz schön, wenn die anderen abhauen würden. Los, komm, geh weg! Da hinten. Jetzt könntest du mich vielleicht holen. Danke! Ja, super. Mach einfach die Generator und gut ist. Der da hinten macht, der macht zum Beispiel gerade den Generator. Sehr schön. Er ist das Schöne, man könnte theoretisch so viel Zeit raushauen, wenn die anderen nicht einen retten würden, wollen würden. Was natürlich auch Sinn. Es macht natürlich Sinn, dass sie einen opfern. Dass sie einen retten wollen, aber na gut. Hat ihn extrem viel abgelenkt, muss ich doch mal sagen. Was sind denn die anderen beiden? Macht den Generator und die? Versteckt sich gerade. Schauen dem Ganzen mal ein bisschen zu. Erinnert. Also Ares macht ganz gut den Generator und Erinnert.
Da rennt's ihm. Steht er vor. Vom Geist. Hä? Ja. Mach weiter in Ruhe den Generator. Das ist schon mal schön. Great Skill Check. Die steht hier hinten rum. Und kriecht hier langsam lang. Da hinten ist der Generator. Der ist jetzt fertig. Der Generator ist auch fast fertig. Wo ist denn der Geist? Kreisen da gerade zwei Vögel über sie rum? Warum das denn? Da ist noch einer. Kurz vorher. Macht das mit Absicht? Macht ihr das mit Absicht? Und die Fußspuren, das weißt du. Ja. Alter, kann der zu schnell zuschlagen? Ja, wann kann der denn so schnell zuschlagen? Ja, der ist jetzt hier beschäftigt mit der. Hängt sie auf. Oder auch nicht. Doch, jetzt. Und sie wartet da. Ach was? Weil der ist jetzt. Der ist jetzt tot. Das muss man sich auch mal angucken hier. Dann wird es halt drehen. Da kommt der Geist. Jetzt würde ich ganz gerne auch nochmal den Geist sehen können, aber irgendwie geht das leider nicht. Da kommt der Geist! Stehen sie sich gegenüber. Schön. Klingelingelingelingeling. Na, schafft es raus, schafft es nicht raus. Was ist noch der zweite Ausgang? Ist das der hinten rechts jetzt? Also hier hinten drinne? Ausgang oder Luke? Da kommt der Geist. Da rennt er weg. Da hinten ist der andere Ausgang. Da rennt er zurück. Jetzt zu dem anderen Ausgang hinten rennen würdet. Ja, dahin. Dahin, ne? Da ist ein Ausgang und dort hinten ist halt der andere, was eben war. Ich weiß nicht, ob sie jetzt den Geist verarschen möchte oder ob es einfach Spaß dran hat oder keine Ahnung.
Also man muss schon was tun, das ist schon klar, ne? Ah, jetzt tut sie da was. Er oder sie oder es. Jetzt läuft der Geist rum. Entweder das ist jetzt sehr geschickt oder ist ungeschickt, weil der Rabe ist gerade über ihr. Also eigentlich weiß man, wo sie ist. Ja. In dem Fall jetzt nicht sie. Jetzt hakt das gerade. Ah, jetzt geht's wieder. Er hat Raben über sich, ne? Das macht er voll einfach, sie zu finden. Muss man den nächsten echt mal. Also, Krähen, Raben, Krähen. Schwarzes Vieh auf jeden Fall. Amsel, so. Ein Amsel ist es nicht. Krähe, Entschuldigung. Ein Rabe. Da sieht man dort unten im Schatten, dass ab und zu mal ein Rabe rumfliegt. Sieht jetzt gut aus? Ja. Jo, sieht gut aus. Das war sehr geschickt von Ares. Tja, dann herzlichen Glückwunsch. Die hat's, er oder sie hat es geschafft. Ich bin Zweiter geworden. Naja. Kurz mal gucken, was mein Zeiteisen sagt. Mein Zeiteisen sagt selbst 16 Minuten. Das heißt, das war es für diese Folge. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, habt noch einen schönen Abend. Tschüss.